Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon. Ja, wir sollen hier die Meuterei beenden. Ich weiß zwar noch nicht ganz wie, aber keine Ahnung. Steht das irgendwo, wie wir das jetzt machen können? Der Garnison beende die Meuterei. Ich glaube, ich muss nochmal zu ihr flattern und fragen, was sie genau gesagt hat. Sollten wir nicht irgendjemanden finden? Hallo, Senta. Konntest du diese verfluchten, korrupten Seeräuber beschwichtigen? Fragen. Wärst du so nett und würdest mir ein paar Fragen beantworten? Mal sehen, ob ich dir helfen kann. Okay, dann können wir erstmal mit ihr quatschen. Ist der Kapitän dein Ehemann? Nein, aber immerhin mein Verlobter. Ich weiß nicht, ob du jemals wahre Liebe gespürt hast, aber meine Liebe zu ihm war stärker als die eines jeden anderen Menschen. Ich habe ihn so geliebt, dass ich nicht mehr leben wollte, als er starb, um Kapitän des fliegenden Holländers zu werden. Und was hast du dann gemacht? Ich bin ihm gefolgt. Ich habe mich ins Meer gestürzt und mein Körper ist an den Klippen zerschellt. Ich wurde zur Galionsfigur seines Schiffes, damit ich an seiner Seite die sieben Weltmeere besegeln kann. Wie romantisch. Ach ja, ich hätte dann noch ein paar andere Fragen. Okay. Was ist das für ein Schiff? Das ist der fliegende Holländer. Er segelt über die Ozeane und geleitet verstorbene Seemänner ins Jenseits. Aber im Moment kann er nicht ablegen und die ganze Mission ist in Gefahr. Wenn er noch länger hier festsitzt, wird er sich in Luft auflösen? Okay. Warum hast du uns angegriffen? Wir wollten dir nichts tun. Ich hatte Angst, das war alles. Seit das Schiff hier festsitzt, schwindet seine Magie. Es wird sich bald in Luft aufgelöst haben, wenn es niemand befreit. Und diese verdammten Meuterern fällt nichts Besseres ein, als ihren Kapitän zu beschuldigen. Okay, dann werden wir uns... Ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt löse. Aber dann ist sie das ja vorne am Bug. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich, den Hintergrund mittlerweile von dem Schiff. Sehr spannend auf jeden Fall gemacht. Können wir denn jetzt hier irgendwie jemanden finden, wenn ich da durchgehe? Oder müssen wir mit den Geistern eher reden? Oder, ja. Können wir hier irgendwas erledigen? So, hier ist jedenfalls gerade keiner. Dann sind wir hier, glaube ich, falsch. Na gut. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass sie am Ende dieses Center wieder vereint ist mit ihrem Kapitän. Und dann kann das Schiff halt auch weiter segeln. Vor allem, wenn es hier die Toten irgendwie überbringen soll, dann ist es ja wirklich wichtig. Ja, können wir denn mal mit denen darüber reden oder fragen? Meuterer. Weißt du vielleicht, wie man die Meuterer beschwichtigen kann? Lass mich nachdenken. Was mögen Piraten am liebsten? Dublonen, Dukaten und Gold. Ja, Piraten lieben Gold. Okay, danke, ich muss jetzt los. Okay, dann Gold. Was sagt er dazu, weil er hier auch leuchtet? Oder leuchten die nur so? Bla bla, vielen Dank. Gold. Ich muss Gold für die Piraten auftreiben. Vielleicht können dir die Nixen weiterhelfen. Sie finden auf dem Meeresgrund immer wieder Beute, aber oft sind die Sachen zu schwer für uns und wir können sie nicht nach oben schaffen. Ach, so ist das also. Ja, dann gehen wir mal zu den Meerjungfrauen. Zu denen gehe ich ja sowieso immer gerne. Dann wollen wir mal zu denen hingehen. Vielleicht können die uns ein bisschen Gold organisieren. Wo sind sie denn nochmal da? Hier. Zu der Netten, die macht das bestimmt. Fragen. Ich bin ganz Ohr. Ich muss irgendwo Gold für die Piraten auftreiben. Kannst du mir vielleicht helfen? Und immer die dusselige Maus, die hier im Spiel ist. Ich weiß nicht, wo man Gold finden kann, aber tief unter den Wellen schimmert etwas. Und zwar dort drüben beim Schiff. Vielleicht ist da ja ein Schatz. Ja, dann guck mal danach. Melusine. Gold. Dort drüben beim Schiff. Soll ich jetzt selber? Ja, gut, dann machen wir das. Meint sie jetzt damit die Flaschenpost? Sie meint die Flaschenpost, okay. Die wir schon die ganze Zeit entdeckt hatten. Schatzkarte nehmen.
Ich wusste, dass sie nicht die Klügsten sind, aber ich hatte ja keine Ahnung, dass sie so dumm sind. Sie haben ihre Beute hier an Bord im Frachtraum versteckt, direkt unter unseren Füßen. Und dann haben sie es vergessen. Geister. Du kennst diese Geister besser als wir. Sind sie immer so? Du glaubst also, dass ich sie kenne, was? Ich weiß nicht, was du von mir denkst, aber ich gehöre nicht zu denen, die gerne mit diesen bleichen Trotteln einheben gehen. Wollen wir jetzt weiter? Warum ist sie immer noch so zickig zu uns? Wir haben mit der schon tausendmal gekämpft. Also gut, gehen wir. Ich wechsle dich gleich aus hier und spiel ich wieder mit den anderen. Du schnippische Piratenkuh. So. Woher weiß ich jetzt, wie ich die Schatzkarte benutze? So, Schatzkarte. Sollen wir die einfach ihr geben und sie holt uns das dann, das Gold? Oder wie? Kann sie uns da vielleicht helfen? Nixen. Ja. Gut, dann tschüss. Also die dann eher nicht vielleicht? Muss ich jetzt hier irgendwie rein? Finde ich jetzt hier einen besonderen Schatz, weil ich hier durch die Gegend fliege? Wie benutze ich die Karte? Kann ich die vielleicht einem der Korriganen geben, damit die nach der Schatzkarte gehen? Manche Dinge sind etwas schwer. So, gehen wir mal wieder zu ihm. Vielleicht kann er dazu was sagen. Fragen. Korrigan. Ja. Schieß los. Nö. Also, nee. Dann, nee. Irgendwie, nee. Vielleicht die Geister. Aber wenn dann der andere eher, glaube ich. Der andere Geist. Der nette. Der hier. Dem haben wir auch schon eh lange nicht gesprochen. Ahoi, Flatterfreundin. Bezüglich eurer Meuterei. Zornige Seebären sind nicht leicht zu beschwichtigen, süße kleine Flattermaus. Auch nicht mit Gold? Hab ich da etwa gerade das Zauberwort gehört? Ja, ich habe schon richtig verstanden. Schweigen ist Silber, reden ist Gold. Ist nur so eine Idee, aber würdet ihr die Meuterei beenden, wenn ich euch etwas Gold gebe? Klingt gar nicht schlecht, aber ich fürchte, Gold allein würde nicht reichen. Dann versuche ich noch etwas anderes für euch zu finden. Was denn? Zwingen. Ja. Was denn noch etwas anderes? Dann versuche ich noch was anderes für euch zu finden. Ja, was denn? Ja, den Schatz halt. Diesen coolen Schatz mit unserer coolen Schatzkarte, wo ich nicht weiß, wie ich sie benutzen soll. Nochmal da rein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstanden habe, ob jemand die jetzt für uns lesen sollte und ob das ein Geist war, weil sie sich jetzt irgendwie aufgeregt hatte oder ob das jetzt Quitschi-Quatschi war von mir. Sollen wir die... Weil ich habe hier irgendwie gar keinen Hinweis jetzt. Naja, die kriegen wir halt nie in diesem Spiel, aber... Fischer Bron. Ja. Ach, guck mal hier. Da, betreten. Sollen wir da vielleicht hin? Per Zufall mal eben hier gefunden. Ja, per Zufall. Geil. Das ist immer gut. Finde einen Schatz. Was haben wir denn hier? Irgendwie Krabben? Krabbenkämpfe. Ja. Da machen wir mal ein bisschen Tornado-Action. Magic, das finden die nicht so dolle. Okay, noch ein Feuerball. Da wird Mama Krabbe böse, weil ihr Krabbenjunges angegriffen wird. Schnipp, schnipp, schnipp. So, das machen wir mal fertig hier. Weg ist es. Eine gute Welle. Eine schnelle Welle.
Krabbe brennt. Und kriegt noch einen Feuerball obendrauf. Das ist natürlich ganz schön fies. Und damit haben wir sie jetzt auch gleich. Das war es auch schon. 200 Erfahrung für die zwei Krabben. Und eine Kiste. Was ist drinne? Ein Heiltrank. Das ist ja schön. Anscheinend sind wir hier aber richtig. Und da haben wir ein paar Gnome. Ein bisschen die Ninja-Gnome wieder. Die Dunkelriff-Gnome. Ja, ja. Sind das eigentlich Stärkeangriffe, die die da machen? Ich weiß es nicht. Nee, ich mach mal einen normalen Angriff. Besser ist. Ja, sammelt eure Energie und macht 15 Schaden. Wie ihr meint. Der ist weg. Naja, 18 Schaden ist echt nicht so viel, was die machen. Dafür, dass wir halt schon so stark sind, gehen die Gegner gar nicht immer mit, ist mir aufgefallen. Weiß immer nicht, ob ich das gut finden soll. Aber immerhin haben wir dadurch nicht so schweres Spiel. Dauert trotzdem halt seine Zeit und das reicht mir. Da ist er ausgewichen. Und das war's mit ihm auch. Sehr gut. 300 Erfahrung. Und eine weitere Kiste. Was ist drinne? Wiederbelebungselixier und mittlerer Heiltrank. Auch schön. Immer her mit dem Stoff. Ja, jetzt flattern wir mal hier rum. Ich weiß nicht, was wir hier noch so finden. Gehen wir mal vielleicht hier um die Ecke. Ist hier irgendwas? Oder gar nichts? Oder eher oben? Da können wir das verlassen, okay. Aber irgendwie sind wir trotzdem hier noch nicht gewesen, oder doch? Ach, guck mal hier. Hier, gegen die kämpfen wir auch nochmal. Eine Mischung aus tollen Dunkelriffgnomen und Krabben. Was ganz Neues. Quasi der Doppelpack. Wollen wir mal den Ninja-Turtle-Gnom fertig machen. Das war's schon mal mit ihm. Nee, bei denen nehmen wir eher, genau, Magie bei den Krabben. Oh, da brennt auch schon eine. Und die andere auch.
Liebe Krabben, das wird leider nichts. Und die Krabben kriegt man echt schnell fertig im Gegensatz zu den Gnomen. Das war's. Da freut sich unser Drache. Macht gleich einen Looping. Und noch eine Kiste entdeckt. Wiederbelebungselixier und Gegenmittel gefunden. Aber noch nicht der Schatz, den wir eigentlich brauchen. Wo finde ich den Schatz? Und wo müssen wir dafür hinflattern? Denn wie wir wissen, ist dieses Schiff riesig. Man kann hier noch nach unten, sehe ich. Das sollten wir vielleicht tun. Mal nach unten fliegen. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht doch gut aus. Hier könnte doch was versteckt sein. Da ist auch gleich ein Speichervorgang. Da ist der Schatz. Das sieht aber schleimig aus. Und eine geöffnete Truhe und eine Monsterkrabbe. Verdammt, ich hoffe, dein Säbel ist gut geschliffen, denn wir müssen uns durch Krabbenfleisch schneiden, wenn wir zum Schatz gelangen wollen. Mach mal einen auf ahnungslos. Dafür hast du auf deinem Schiff, dass du das auf deinem Schiff lebst, bist du in diesem Ding aber ziemlich ahnungslos. Was? Mit einem einfachen Säbel kann man gegen eine Krabbe nicht ankommen. Da braucht es schon Magie. Ha, nee. Das weißt du, ja? Du bist ja gar nicht so dumm für eine Landratte. Ich glaube, ich fange an, dich zu mögen. Ach so, sie mag es also so. Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Angriff. Oho! Epische Krabbenmusik. Gut, die kriegen wir auch hin. Ja, was sich neckt, das liebt sich. Vielleicht werden die ja noch voll dicke Freundinnen hier. Amarete und Alexis. Erstmal machen wir die Krabbe fertig. Die natürlich gerade ein bisschen länger braucht als die normalen Krabbengegner. Und auch ordentlich einstecken kann. Aua, aua. Oder eher austeilen kann, meinte ich. Tornado dreimal. Hoffentlich brennt sie. Ja, die große Krabbe, die Riesenkrabbe brennt. Brenne. Das findet die nicht so lustig. Nein, sie macht kleine neue Mini-Mitstreitergegner. Na toll. Okay, wir gehen aber... Nein, wir gehen weiter auf den auf die Krabbe ein. Nein. Schon etwas über die Hälfte. Das ist gut. Immer auf die Große drauf. Wenn wir die Große hinkriegen, glaube ich, dann sind die Kleinen automatisch weg. Hallo, lass mal meinen Drachen in Ruhe. Jawoll, 123, 62. 62, sehr gut. Nochmal eine Welle, bitte. Okay. Kleine Krabbe ist weg. Große Krabbe bleibt natürlich. Inferno. Und 37 auf die Riesenkrabbe. Macht die sich jetzt einen neuen Gegner? Nein. Ausgewichen, haha. 25 stecken wir auch weg. Aber ich werde jetzt gleich unseren Drake mal heilen. Tornado. Einfach mal alle geheilt.
Jawohl. 23 ist nicht viel, aber in dem Falle zählt jeder Angriff. Sie brennt wieder, sehr gut. Ein Schaden. Pff. 8 Schaden. Es ist ja, als ob wir gar nicht angegriffen werden. So, gleich haben wir sie. Das war's. Jetzt machen wir den noch fertig mit normalem Angriff, würde ich sagen. Und weg. 560 Erfahrung. Kriegen wir jetzt unseren Goldschatz? Wir können niemals das ganze Zeug nach oben schaffen. Wir sollten eine Kostprobe davon mitnehmen. Das sollte die Deppen davon überzeugen, dass wir ihren Schatz gefunden haben. Okay. Da hast du berecht, machen wir es so. Stimmst du immer jedem zu? Gehen wir. Bleiben. Verlassen. Jawohl, gehen wir. Und nein, nicht, dass unser Schatz in der Anwesenheit von uns geklaut wird. Weil da jetzt bleiben und verlassen, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Hoffentlich ist er da immer noch, wenn wir jetzt gehen. So, Leute. Wir haben auch einen tollen Goldschatz gefunden. Ahoi, Flatterfreundin. So. Piratenleben-Meuterer. Ist so eine Idee, wie man den Zorn der Seemänner besänftigen könnte? Ja, lass die da denken. Nee, es hat nicht geklappt. Bezüglich eurer Meuterei. Zornige Seebären sind die Kreisbewichten. Gold. Auch nicht mit Gold? Goldene Worte. Ja, in der Tat habe ich das schöne glitzernde Metall gemeint. Und zufälligerweise habe ich sogar etwas dabei. Du kannst das Gold haben, wenn du mir versprichst, diese sinnlose Meuterei zu beenden. Na, gehst du darauf ein? Das ist ein sehr verlockendes Angebot, kleines Flatterwesen. Aber ich fürchte, Gold alleine reicht nicht. Dann muss ich wohl noch was anderes für euch finden. Hey, ich habe den Schatz doch gefunden. Was wollt ihr denn noch? Was ist denn, ich hab... Wollen die vielleicht hier wegen dieser Senta das? Fragen. Menschen. Schiff der Menschen? So ist es. Sie haben die riesige hässlichen Schiffe und die Sachen, die der Schiffknacker nicht mal mit der Kneifzange anfassen will. Nee, was? Verkaufen. Ihr verkauft die Sachen an wen? An Kreaturen wie dich. Der Schnickschnack der Menschen ist bei Märchenwesen der absolute Renner. Jeder will das Zeug haben. Aber irgendwie reicht das mit dem Gold jetzt nicht, oder? Ich würde sagen, wir kümmern uns im nächsten Part darum. Vor allem will ich den Kapitän endlich mal sehen. Und vielleicht kann uns Senta auch noch helfen, aber wir haben den Schatz ja eigentlich gefunden. Warum reicht das jetzt nicht? Was will der noch? Will der seine Senta haben? Müssen wir mit Senta reden? Wir werden das im nächsten Part erfahren. Fairy Legends of Avalon, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.